Ja, und dieses das Bockbierlein ist ja, da kommt ein Anteil Dunkelmalz, Karamalz nennt sich das. Damit es schon ein bisschen dunklere Farbe hat, erstmal. Und die schwarze Farbe, wo das Donnerbierbock war, da ist durch Couleur entstanden. Von der Farbe Bierbrauerei kriegst du durch Couleur, das ist ein, auch wie so Sirup, so ähnlich wie Malzbier, fast dasselbe. Und das ist eben angegärtes, gemäßigtes Malz und das wird verdampft, also eingedampft zum Sirup. Der Sirup wird dem Bier zugehen als natürlicher Farbstoff, Malzfarbstoff. Ja. Und wenn das filtrierst, dann sieht das fast aus wie normales Bier, ganz klein, ein bisschen dunkler. Dann der Fritz und ich, wir haben dann filtriert und den Filterkeller. Und ich habe immer mehr 20, 25, 04er Bier, habe ich immer getrunken. Ich habe immer ein bisschen kontrollieren, ob das Bier auch schmeckt oder ob das gut ist und fein filtriert ist und so. Ne? Sagen wir mal, wie viel hast du getrunken? 20, 25, 04er habe ich Energie, immer getrunken. Energie. Ah ja, was das sonst? Jetzt pass auf, das Bockbier hatte ganz erheblich mehr Pfeffer wie das normale Bier. Und da habe ich dann, wie immer, mein 20, 25 Bier Bauhof-Remo, wo ich besuch, habe ich im Ecken gelegen und das war sau eher, für die Filter auseinanderzuholen und sauber machen. Hat der Fritz die ganz ehrlich müssen allein machen. Der hat mir wochenlang, hat der mir das noch verflucht, hat er gesagt, du hast gelebt, du bist so ein Hund da. Und ich habe müssen allein, oh je. Das hat ich an, nicht an Jesus gedenkt, mein, wie immer mein Bierlo. Und da ist ja war der richtig Alkohol drin in dem Bierlo, ne, im Bockbier. Sicher. Das hat mich aber umgehauen. Sogar mich hat das als Schuh gehauen. Sag mal, das Salü, ja, nee, ich hast du gar nicht mehr mit, Chris, oder? Du wärst auch nicht, was da drin war. Och, da war da, wenn du ein schwarzes Bier war, da war da garantiert Alkohol drin. Das ist ein ganz dunkel gebranntes Malz, das wird geschrotet und ingemeischt wie für Bier. Weißt du? So, und da wird abgeläutert und dann wird das natürlich wird das dann nicht mit Hopfen gekocht, da soll ja kein Bier draus gehen. Das wird ja auch nicht vergärt. Das wird dann eingedampft in der Sudpfanne, da wird gekocht. Eingedampft, wie der Sirup, wie der Fenner Harz oder wie irgendetwas so, genau wie der Fenner Harz war Ja gut, mich hat nur ein bisschen gewundert, dass sie hingeschrieben wurden mit künstlichem Süßstoff. Das heißt also, haben sich ja nicht an das Reinheitsgebot gehalten. dann haben sie doch, nee, dann haben da wohl etwas anderes. Ja, das war so, also ich möchte jetzt nicht sagen Cola-Bier oder Malzbier, aber das war schon ziemlich in die Richtung hin, also. Das Malzbier war nicht mit künstlichem Süßstoff, das ist mit reinem Malzzucker ist das gesüßt gewesen. Der ist genau dasselbe gemacht gewesen, aus Dunkelmalz, gemeischt, geläutert, Würze draus gemacht gewesen, mit Hefe versetzt und da ist das angegärt gewesen, nur angegärt gewesen und dann eingedampft. Angegärt gewesen, das ist gemeischt gewesen und da ist der Zucker frei, da hast du Zuckerwasser, Würze. Ja. Und da ist das ist nur angegärt gehen und dann filtriert gehen. Dann holst du Malzbier. Und wenn du dasselbe machst, wenn du der Sudpfanne verdampft, hast du reinen Zucker übrig. Zucker, Couleur, schwarzen, dunkelschwarzen, braunen Ja. Zucker. Und der ist rein vom Malz, ist der dem Malzbier noch zugesetzt gehen. Wurden die nicht so Etiketten gehabt, wo drauf gestanden hat, Bock hell und Bock dunkel? Ja gut, wenn du keine Farbton machst, ist der Bock hell. Hell. Gut, etwas dunkler als Normalbier, weil der Anteil Karamalz dann noch drunter ist. Ja. Und da ist etwas dunkler gebranntes Malz, kommt dann ein Anteil drunter, wird die Farbe ändert sich dann natürlich von der Würze, auch vom Bier. Das hat mich nämlich gewundert, das weiß ich nicht mehr.